Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2016, heute mal wieder auf Bahnfreak TV. Heute geht es mal wieder um eine Skin-Vorstellung, und zwar hat Fair System Sound Design die Baureihe 1 und 1 von DTG ein bisschen geupdatet. Unter anderem verfügt die Lok jetzt über Winterskin, genauso wie auch die Waggons. Allerdings braucht man bei den Waggons das München-Rosenheim-Add-on, ansonsten habt ihr nämlich nur die Baureihe 101 abgedatet. Abgedatet wird die München-Augsburg 101er und die München-Rosenheim 101er. Des Weiteren werde ich auch von Leistungsmerkmalen eingehen. Natürlich werde ich die Veränderungen euch zeigen. Sozusagen mache ich daraus so einen Vergleich, alt und neu. Als auch beim Aussehen sowie beim Sound. Und am Anschluss gibt es dann nochmal ein Fazit von mir. So, den Anfang machen wir mit dem Installer. Wenn ihr das Programm runtergeladen habt, dann einfach öffnen, dann sieht das Ganze so aus. Dann wird automatisch der Pfad ausgewählt. In meinem Fall ist es C-Programmfiles 86, Steam Apps, Commune, Railworks. Sollte das nicht der Fall sein, dann einfach hier auf Browser gehen und den Pfad auswählen. Dann habt ihr hier noch die README, da steht halt alles drin, was verändert wird. Und hier unten dann einfach auf Install gehen und dann wird das Ganze installiert. Bei mir steht jetzt hier schon Uninstall, weil ich habe schon installiert. Dann wird hier unten beim Status ein bisschen was ablaufen und das ist eigentlich ganz fix erledigt und dann ist das auch alles fertig. Es wird nichts überschrieben, also ihr habt auch noch die alten 101er im sauberen Stil und auch mit dem alten Sound. Also das ist alles gar kein Problem, es wird alles ordentlich sortiert und ihr habt auch ein eigenes Startbild für die Fair System Varianten. Und wenn ihr das Ganze nicht mehr haben wollt, dann einfach wieder den Installer öffnen, einfach uninstall gehen und dann ist das Ganze auch wieder weg. Also ihr seht, das ist einfach eine ganz einfache Sache und da muss man also nicht hier extra in die Datei rumwurschteln oder sonst was machen. Das wird hier alles automatisch gemacht. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Das war's schon. So, kommen wir zu den Veränderungen im Außenbereich. Danach geht es dann weiter mit dem Innenbereich und natürlich zeige ich auch noch den Skin-Variante, beziehungsweise wir gehen nachher auch nochmal kurz auf die Waggons ein. Zu den Unterschieden. Wir sehen hier sehr schön, dass die hintere ja noch fast neu aussieht und die vordere doch schon ganz schön verschmutzt. Könnte also mal eine Wäsche gebrauchen. Wir haben jetzt hier unten einen ja, dunkelgrauen Rahmen, vorher war hellgrau. Wir haben jetzt Beschriftungen auf der Lok und auch eine neue Laufnummer. Ich habe hier die München-Augsburg-Variante genommen und ja auch das Dach ist hier noch, wo soll sein, hellgrau, so, könnte man fast sagen. Und hier hinten, wie man sehr schön sehen kann, ja, ist das alles sehr, sehr verschmutzt. Also ich denke mal, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man hat unten an den Radsätzen auch ein bisschen was getan. Die sind jetzt komplett dunkel gehalten, wie man sehr schön sehen kann. Gut, man kann natürlich hier noch leicht sehen, wo der Ansatz ist, Radansatz. Und hier ist das alles auch noch ein bisschen heller. Wir gucken uns jetzt die Front an. Auch hier haben wir Verschmutzungen an den Scheiben. Natürlich auch an der ganzen Front runter bis hinten zu den Puffern. Also ich denke, es sieht schon sehr ansprechend aus. Und wir gehen mal kurz nach hinten. Bei ihr sieht das dann so aus. Ja, das wären so im Großen und Ganzen die Veränderungen im Außenbereich. So, dann gucken wir uns jetzt die Veränderungen in den Caps an. Ich fange mit der bearbeitenden Version an. Wir fangen links an. Und dann zeige ich euch noch, wie es im Original aussieht. Wir haben jetzt hier vernünftige Türscharniere, die sehen im Original ja ein bisschen kaputt aus. Wir haben hier unten eine Schuhmatte, um uns mal die Schuhe abzutreten. Wir haben jetzt hier eine Sitzdecke. Des Weiteren wurde dieser Schalter bearbeitet. Der ist zwar hier weit schwarz, aber unten ist der jetzt auch schwarz gemacht worden, diese Umrandung. Das ist im Original, das werden wir dann auch sehen,
weiß. Des Weiteren hat man Verschmutzungen auf den Scheiben hinzugefügt. Kann man sehr schön sehen. Wir haben jetzt auch eine Abgrenzung der Fensterrahmen. Das sieht man hier sehr schön. Das ist im Original auch nicht. Dann hat man den GSM-Funk Lehm eingehaucht, in dem Sinne, dass er jetzt auch sichtbar gemacht worden ist. Der ist aus sonst. Grundsätzlich hat man diese ganzen Displays jetzt in schwarz gehalten. Also sie wirken jetzt auch nicht mehr so stechend und sie wurden auch anzeigenmäßig ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier einen Zettel draufkleben. Dahinter befindet sich grundsätzlich eine Uhr, die allerdings nicht funktionstüchtig ist. Deswegen auch dieser Zettel. Da hat man sich mit einem Original-Lokführer abgesprochen, so dass das auch real wirkt. Im Übrigen unterscheiden sich diese Zettel auch innerhalb der Fair-System-Lok-Varianten, die in München-Rosenheim. Da steht was anderes drauf. Dann haben wir Gebrauchsspuren an den Hebeln, kann man sehr schön sehen. Des Weiteren hat man jetzt hier auf der Tachoanzeige eine 0 eingefügt, kann man vielleicht erkennen, kann ich noch nicht daran, leider nicht. Aber man sieht es hier hinter, die ist im Original auch nicht da. Dann hat man für diese Schalter hier jetzt auch eine Beschriftung hinzugefügt, die im Übrigen auch sehr gut lesbar ist, auch auf der rechten Seite. Dann haben wir jetzt hier bei der LCD-Anzeige, hat man die Farben verändert. Ich schalte mal kurz ein. Die ist jetzt gelblich, die ist grundsätzlich weiß. Auch hier oben hat man eine LCD-Anzeige hinzugefügt. Die ist jetzt allerdings aus, weil wir nicht im LZB-Bereich sind. So, des Weiteren haben wir jetzt eine vernünftige Ebola, also zumindest mit Beschriftung. Und grundsätzlich lassen sich diese Displays nicht ausschalten, so wie zum Beispiel in der 155er. Ja, dann haben wir hier unten noch Verschmutzungen, kann man sehr schön sehen. Auch diese, jetzt ist hier auch eine Beschriftung drauf. Haben wir im Original auch nicht. Dann haben wir, hier unten fehlt in der Original-Lok ein Stück Teppich. Das hat man hier auch nachgereicht. Und wir haben noch verschiedene Kameraperspektiven, die hinzugefügt worden sind. In den zusätzlichen Kameraperspektiven könnt ihr euch so 360 Grad drehen. Und hier ist auch der Fair-System-Aufkleber. Ja, das wäre es eigentlich soweit im Großen und Ganzen. In der Standardansicht kann man sich 90 Grad drehen. Also ich denke, das sieht doch schon weitaus ansprechender aus. Wir werden jetzt uns noch das Original angucken. Und so sieht das aus. Das wirkt alles weitaus steriler. Wir fangen auch hier links nochmal an. Türscharniere sind irgendwie kaputt. Sieht komisch aus. Wir haben hier keine Fußmatte, keine Sitzdecke. Hier unten das mit dem Schalter, kann man sehr schön sehen. Hier ist nämlich die Abgrenzung gräulich. Hier unten fehlt das Stück Teppich. Des Weiteren, GSM-Funk ist aus. Keine Verschmutzung auf den Frontscheiben. Keine Abgrenzung der Fensterrahmen. Wir haben hier ein ekliges Weiß, sehr stechend. Macht sich besonders ungünstig, wenn man bei Nacht fährt. Hebel sind sauber, keine Gebrauchsspuren. Kommen wir zu den Feinheiten. Keine Beschriftung der Schalter. Hier kann man jetzt sehr schön sehen, dass die 0 fehlt. Hier oben haben wir keine richtige LCD-Anzeige. Also die ist dann zwar schon da, aber die ist einfach nur so draufgesetzt. Das ist dann weiß. Kann ich gerade kurz zeigen. AFB. Sieht dann so aus. AFB. Und hier oben wurde auch bei der LZB-Anzeige genau das gleiche sein. So, ja. Auch hier keine Beschriftung am Hebel. Fehlt auch. Also ich denke, die Fair System Sound Variante sieht darum Längen besser aus. Weiter geht es mit den Veränderungen an den Waggons. Ich habe jetzt hier mal zweimal die gleichen aufgestellt. Erste Klasse Waggons, IC-Design und viel gibt es hier nicht zu sagen. Also es wurde halt hier auch wieder ein bisschen was dran getan. Man kann jetzt hier sehr schön Verschmutzungen unten erkennen, auch oben auf dem Dach. Das Dach wirkt grundsätzlich dunkler.
als hinten. Wir haben hier am Licht Verschmutzungen und auch hier unten die das Drehgestell ist dunkler gehalten. Und im Gegensatz zum Original halt kann man hier sehr schön wieder sehen, das ist hier alles wieder ein bisschen heller. Und auch auf dem Dach kann man es sehr schön sehen, das ist jetzt hier halt nur so hellgrau. Und hier unten ist dann, hier oben ist dann ein dunkles Grau. Ja, mehr Veränderungen sind es eigentlich nicht. Es wurde halt angepasst, logischerweise an die Lok. Sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn die Waggons sauber aussehen und die Lok dann verschmutzt. Also von daher ist das sehr schön. Ihr braucht allerdings, ihr braucht natürlich auch das München Rosenheim Add-on, um dass ihr halt auch diese Waggons dann halt mit Verschmutzung habt. Kommen wir zu einem weiteren Highlight des Skin-Pakets. Es ist ja nicht nur so, dass man der Lok Verschmutzungen hinzugefügt hat. Nein, man hat der Lok auch einen Winterskin verpasst. Kann man jetzt hier sehr schön sehen. Die Front sieht jetzt vereist aus. Zieht sich runter bis zu den Puffern. Auch oben auf dem Dach. Das geht also bis hinten durch. Auch unten an den Drehgestell hier, und das ist alles vereist, zieht sich rüber bis zu den Waggons. Würde ja auch ein bisschen komisch aussehen, wenn die Lok nur vereist ist und die Waggons nicht. Natürlich, wie gesagt, muss man hier das München-Rosenheim-Add-on haben, weil da sind halt diese Waggons mit drin. Ansonsten habt ihr halt nur die Lok mit Vereisungen. Auch das Dach von den Waggons ist vereist, sieht man hier sehr schön. Ich denke, sieht sehr ansprechend aus, zieht sich auch hier wieder über das Fahrgestell unten entlang. Bis hinten durch. So wirkt das Ganze bei Nacht. Grundsätzlich sind die Hauptdisplays auch der GSM-Funk immer eingeschaltet. Ihr könnt in der München-Rosenheim-Variante allerdings auch noch das Instrumentenlicht ein- und ausschalten. Das geht in der München-Augsburg-Variante nicht. So, gucken wir uns noch kurz die Schriftzüge an. Auch die sind immer noch gut lesbar. Trotzdem der Veränderung, dass es jetzt schwarze Displays sind, auch der Ebola-Display ist gut zu lesen. Also ich denke, das sieht doch sehr gut aus. Jetzt können wir hier auch auf der LZB-Anzeige oben die Zahlen sehen. Die sind, wie gesagt, jetzt auch gelblich. Auch das sieht ansprechend aus. Also ich denke, beim Licht gibt's nichts zu meckern. So, kommen wir zur Sound-Vorab-Info. Ich gehe mal darauf ein, was verändert worden ist. Bestehende Sounds ausgetauscht gegen Original 101er. Lüfter-Sound im Stillstand wurde Lok hinzugefügt. Lautstärke wurde angepasst. Neuer AFB, LZB als auch SIFA-Sound wurde hinzugefügt. Dieser kommt allerdings nicht von Fair System Sound Design, sondern von Matthias von raildesigns.de als auch von Yannick, bekannt als Supergamer 11267. Mir persönlich gefällt der Sound auf jeden Fall jetzt weitaus besser. Ist natürlich auch alles Geschmackssache. Er ist jetzt auf jeden Fall kräftiger und nicht mehr so aufheulend, so extrem. Aber davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. AFB. AFB.
AFB. AFB. Zugbeeinflussung. Siefer, Siefer, Siefer.
kommen wir zum Fazit. Im Großen und Ganzen denke ich, ist das wieder ein sehr schönes Skin-Paket geworden. Wir haben jetzt ein sehr schönes Cap. Es wirkt auf jeden Fall weitaus realer. Man merkt hier schon die Liebe zum Detail. Auch im Außenbereich wirkt die Lok jetzt schön dreckig, nicht mehr so wie aus dem Ei gepellt. Finde ich persönlich immer besser, aber wie gesagt, das ist ja auch alles Geschmackssache. Soundtechnisch hat es auch, finde ich, einen kleinen Schubs nach oben gemacht. Hört sich doch schon, finde ich persönlich, auch das ist Geschmackssache, besser an als das Original. Skin, der Winterskin hat es mir auch sehr angetan, sieht auch wieder sehr schön aus. Also ich denke, im Großen und Ganzen kann man hier nicht meckern. Dann hoffe ich, konnte euch dieses Skin-Paket ein bisschen näher bringen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleis 13 wird für Sie bereitgestellt. Intercity 2218 nach Berlin Hauptbahnhof über Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg, Berlin Südkreuz. Vorsicht bei der Einfahrt. Am Gleis 13 steht für Sie bereit. Intercity 2218 nach Berlin Hauptbahnhof über Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg, Berlin Südkreuz. Bitte steigen Sie ein. Türen schließen selbsttätig.